Hi Leute, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich bin der Mario und wir sind hier gerade beim Atlantis Hotel auf der Palm Jumeirah in Dubai. Heute geht es in den Wasserbad und auch ins Aquarium. Also lasst uns keine Zeit verlieren und direkt losstarten. Sind wir jetzt innerhalb vom Bad. Wir orientieren uns jetzt einmal ein bisschen und dann später, wenn wir uns ein bisschen auskennen, nehmen wir euch dann mit. Bis gleich. Wo müssen wir denn hin? I don't know. Nach einer kleinen Verschnaufpause und einem kurzen Nickerchen im Schatten bin ich jetzt unterwegs über den Strand, der da eben zum Wasserpark dazugehört. Und wie ihr sehen könnt, der ist so weit wie menschenleer. Auch noch ein wichtiger Punkt, der zu sagen ist, es ist zurzeit nur ungefähr ein Drittel oder so vom Park geöffnet. Der Rest wird gerade umgebaut und es strahlt anscheinend Ende des Jahres wieder im neuen Glanz. Das heißt, es sind nur ein paar wenige Attraktionen, die wir jetzt zeigen können in dem Video für euch. Aber wir geben unser Bestes, dass ihr so viel wie möglich von dem Ganzen sehen könnt. Bis gleich. Eigentlich haben wir ja vorgehabt, euch in die Rutschen ein bisschen mitzunehmen, mit der GoPro ein bisschen was zu filmen, wie es so von innen ausschaut. Allerdings habe ich beim Packen vom Rucksack eines nicht bedacht, nur mal durchschauen, ob die ganzen Einzelteile da sind. Und deshalb ist es jetzt leider mit der GoPro nicht möglich, weil ein Deckel fehlt. Ich hoffe, es ist trotzdem ein bisschen interessant. Wir nehmen euch einfach von außen ein bisschen mit durch den Park. Und was geht, werden wir euch zeigen von den Rutschen. So, jetzt muss ich eine kleine Erfrischung geholt. Also bis jetzt ja, ja, feiner, entspannender Tag. Ich muss auch sagen, zu den Kosten vielleicht ganz kurz. Was haben wir jetzt bezahlt? Wenn man Resident ist, gibt das Ganze ein bisschen günstiger. Also mein Tagesticket, ich habe so einen Superpass, wo wir dann auch anschließend noch ins Aquarium gehen können, hat gekostet 219 Dirham. Und für die Madame, die ja noch kein Resident ist, hat dasselbe Ticket 329 Dirham bekommen. Also Essen und so ist auch leider nicht inklusive, aber wenn man sich so die Dubai-Preisverhältnisse anschaut, ist es okay. Aber dafür, dass wir hier jetzt quasi auf der Palm Jumeirah sind in Dubai, absolut gerechtfertigt und eine Empfehlung. Mahlzeit.
Ich habe noch was vergessen. Und zwar, die Preise, die bezogen sich jetzt auf unsere Tickets, also im Daypass. Aber man kann hier natürlich noch viel, viel mehr Geld ausgeben. Es gibt ja noch die Möglichkeit, mit Delfinen zu schwimmen, mit den Seehunden zu spielen. Man kann mit den Haien schnorcheln gehen oder tauchen gehen, besser gesagt. Also es gibt noch sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo man hier Geld anbauen kann. Also jeder, wie er mag. So Leute, das war's jetzt aus dem Aquapark. Und wir sehen uns dann gleich im Aquarium wieder. Und wie gefällt es dir hier? Das ist Wahnsinn. Also das sollte man auf alle Fälle mal gesehen haben. Das ist echt unglaublich. Wunderschön. Echt spektakulär. Muss man noch versorgen. Wir hoffen, wir haben euch einen kleinen Einblick geben können in die imposante Unterwasserwelt, was da geboten wird. Alles in allem haben wir einen super tollen Tag gehabt mit den Wasserbacken dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst, die Glocke aktiviert und wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ciao!